Was ist jetzt die Frisur? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Conscious Gangster. Conscious Gangster, ich freue mich, dass du da bist und ein neues Video von mir schaust. Und zwar ein What I Eat in a Day. Ihr wisst, wie immer, Disclaimer, wenn euch irgendwas triggern sollte, dann das vielleicht eher nicht schauen. Ich werde euch auch nicht die Portiongrößen zeigen, wie immer, sondern es geht nur um die Inspiration der pflanzlichen Ernährung und vielleicht den ein oder anderen Lerneffekt, weil ich zeige euch natürlich auch so ein bisschen meine Rezepte, die ich hier mache. Da ist immer alles, was ich mache, ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Nicht immer, aber wenn ich Rezepte selbst mache, dann ist es sehr ausgeglichen, weil ich achte dann halt auf die meisten Sachen, auf die meisten Komponenten, so dass eine komplette Aminosäure drin ist, beziehungsweise genügend Proteine, dass eine gesunde Fettquelle drin ist, Kohlenhydrate, eher komplexe Kohlenhydrate bei mir, genügend Ballaststoffe, vielleicht nur irgendwas Fermentiertes, meistens gibt es auch noch Kraut bei mir dazu. Genau, das ist so meine Grundernährung und deswegen ist vielleicht ein Lerneffekt für euch dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. So, Frühstück war bei mir an diesem Tag ein Quinoa-Porridge. Ich mach mir nicht so oft Porridge. Ich bin eher so der schnelle Frühstücker. Also ich frühstücke meistens auch echt kalt und friere danach, was auch nicht so gut ist für mich. Aber es schmeckt mir einfach so gut. Ich bin gar nicht so der starke Porridge-Mensch. Ich mag halt viel, viel, viel lieber Overnight Oats. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Ich reiche mir es einfach am Abend ein oder manchmal halt am Morgen. Esse das dann kalt, weil ich mag einfach kaltes Essen. Aber da habe ich mir auf jeden Fall Porridge gemacht, weil da hatte ich sehr Lust darauf irgendwie. Aber zwar mit Quinoa. Ja, die meisten machen es wahrscheinlich mit Haferbrei. Ist auch lecker, aber da habe ich Quinoa gemacht. Quinoa habe ich in Tee gekocht. Ist auch ganz geil. Das ganze Rezept findet ihr nämlich auch auf Instagram. Das war eine Kooperation mit Bünding. Das Video hier ist aber jetzt nicht gesponsert oder so. Und das ist irgendwie ganz geil, das mal mit Tee zu machen, finde ich. Da kann man halt ganz, ganz kreativ werden. Chai-Tee finde ich auch richtig geil. Oder mit Süßholz. Dann hat man schon diese ganze süße Komponente. Ich koche meinen Quinoa super gerne im Reiskocher. Ich bin wirklich so ein Typ. Ich koche fast alles im Reiskocher. Ich habe auch in meinem Buch Buddha Bowls das so beschrieben. Also meine Basics. Und da ist auch der Reis. Koche auch ganz vorne mit dran. Ich habe auch ein Video hier auf YouTube mit meinen Top 3, glaube ich, Küchengeräten. Ich bin gar nicht mehr ganz sicher, weil es ist schon etwas länger her, dass ich das aufgenommen habe. Aber auf jeden Fall Reiskocher ist mit dabei. Das ist genauso wichtig wie mein Mixer und mein Spiralisierer. Dann habe ich meinen Quinoa im Reiskocher gekocht. Ich habe direkt Rosinen dazu gegeben. Das ist dann wirklich so süß. Das ist so eine gute Süßquelle, weil wir nehmen ja meistens Datteln, aber wenn man Rosinen mag, dann würde ich wirklich auch Rosinen empfehlen. Ich finde, die sind nicht so ganz geschmacksneutral, deswegen kann man manchmal halt besser Datteln nutzen, weil die passen irgendwie überall. Rosinen passen nicht ganz überall, aber doch in den meisten. Ist halt lokal, ist viel günstiger und super süß. Also finde ich eine mega gute Alternative zu Datteln. Da eigentlich sind Datteln die Alternative zu Rosinen, nicht so, wie ich es gerade gesagt habe. Das ist nur irgendwann dieser Hype geworden und jetzt denken wir so, wir süßen halt alles mit Datteln. Oder natürlich noch am besten nur Obst. Aber ja, da finde ich, da kommt schon ein bisschen was Süßes rein. Ich mag es gerne so leicht süß, aber nicht arg. Dann habe ich das gekocht und dann habe ich einen Apfel reingerieben, einen halben. Dadurch wird es so frisch und dann hat es wirklich die perfekte Süße. Dann habe ich noch schön Nussmus dazugegeben, jetzt ein bisschen cremig. Dann habe ich die gesunden Fette mit reingebracht. Quinoa ist übrigens eine komplette Aminosäure, also ein komplettes Aminosäurenprofil. Das ist eine Top-Proteinquelle. Da habt ihr ja wirklich alles, was ihr braucht. Sonst auch noch super viele Mineralstoffe, Spurenelemente, Eisen. Das ist wirklich top. Dazu habe ich dann noch Äpfel gegeben. Die Äpfel habe ich in der Mikrowelle mit Zimt kurz warm gemacht. Kann man noch Kokoszucker dazu. Jetzt denken wahrscheinlich alle, oh mein Gott, Anlina, das ist eine Mikrowelle. Hätte ich auch sehr lange gedacht. Das war auch mein Grundsatz, dass ich niemals eine Mikrowelle benutze und haben möchte. Aber ich bin da wirklich jetzt auch geinfluenced worden von Ferdi und von Nico Rittenau. Und das sind halt so die Personen in meinem Umfeld, denen ich sehr, sehr vertraue und Vertrauen schenke. Und die haben das sehr, sehr stark wissenschaftlich untersucht. Die wissenschaftliche Ebene ist natürlich die eine. Die andere ist natürlich, was man glaubt. Die spirituelle Ebene kommt auch dazu. Rein wissenschaftlich spricht aber wirklich absolut nichts gegen Mikrowellen. Ich habe dazu auch einen Blogpost geschrieben, weil ich musste wirklich, es war ein ganz harter Kampf für mich auch. Also es hat wirklich über 10 Jahre gedauert, dass ich jetzt quasi denke, Mikrowellen sind nicht schädlich. Und es ist einfach so geschickt, das ist wirklich top. Aber ihr müsst es ja nicht machen. Ihr könnt es auch im Topf machen oder in dem Backofen. Weil es ist so witzig, weil ich glaube einfach, die meisten meiner, könnt ihr mir gleich bestätigen, meiner Abonnenten, die sind halt eher so wie ich oder halt so wie ich vielleicht dann auch war oder bin, was auch immer, und sehen das mit den Mikrowellen genauso kritisch wie ich vor fast mein ganzes Leben. Deswegen sagt ihr mal gerne, wie ihr das so seht und wie ihr das so macht. Ja, das war mein Frühstück. Dann zu Mittag
habe ich, da war der Laurent da, da habe ich eine Quiche gemacht. Und die habe ich ganz klassisch gemacht. Also den Boden habe ich mit Dinkelvollkornmehl gemacht, mit Margarine und Eiswasser und eine Prise Salz. Man kann es auch zum Beispiel mit Teffmehl machen. Ich habe auch in meinem Rezeptbuch ein Mix voll Glück, ein Quiche-Rezept, auch richtig lecker. Aber da ist es nämlich eben ohne, da habe ich super fettarm gemacht. Ich ernähre mich jetzt halt nicht mehr so fettarm. Aber für die, die es fettarm wollen, die können auf jeden Fall in dem Buch schauen, wenn ihr das habt. Oder auf meinem Blog findet ihr das PDF, das könnt ihr kaufen. Dann könnt ihr da schauen. Es wird halt ein bisschen härter, der Boden, und da muss man halt sich drauf einlassen. Und deswegen kann ich schon empfehlen, so ein bisschen Margarine zu verwenden. Oder halt, man weiß es, dann ist es auch völlig okay. Genau, für die Füllung habe ich dann Sojaquark genommen, und es ist wirklich ein Game Changer. Ich hatte diesen Sojaquark von Soja von Alnatura noch nie. Ich habe den noch nie gesehen. Weil immer da, wo ich einkaufe, da gab es den nicht. Und ich liebe ja Sojade. Sojade ist auch jetzt immer noch mein Lieblings, mein Favorite. Aber wenn man halt den Sojade nicht bekommt, dann Alnatura ist direkt mein zweiter Favorite jetzt. Der schmeckt so ähnlich und der ist super, super lecker. Die sind auch nachhaltig angebaut. Die Soja, die Bohnen von dem Alnatura Soja-Joghurt, der schmeckt halt sehr cremig, leicht säuerlich. Das heißt, wer es nicht so säuerlich mag, dem würde ich hier jetzt zum Beispiel Kokosjoghurt empfehlen, auch in der Quiche. Ist halt ein bisschen fettiger. Genau, dann habe ich den rein. Nochmal, warum ich den noch nie hatte. Ich gehe halt immer zu Edeka, und viele von euch haben mir geschrieben, den gibt es bei Edeka. Ihr seid komplett ausgeflippt, als ich es auf Instagram gezeigt habe, was ihr noch nicht kennt. Wow, den gibt es seit 10 Jahren. Und Alnatura hat mir auch direkt geschrieben. Du so, du wirst doch den Quark lieben und so. Und ich so, ja, bestimmt. Aber ich hatte es einfach noch nicht. Und ich habe ihn auch noch nie gesehen. Wirklich noch nie gesehen. Und bei Dance gibt es den eben nicht. Und bei Edeka habe ich ihn noch nie gesehen. Ich glaube, es gibt es den nicht bei dem, bei dem ich immer einkaufe. Und dann gehe ich halt manchmal eher noch zu Rewe, weil der ist halt beim am allernächsten bei mir. Danach kommt Dance oder Vegans. Zu den drei Läden gehe ich halt so. Auf jeden Fall zurück zu Quiche. Das ist wirklich Essentielle, was ihr zählt. Dann habe ich Sojajoghurt rein. Für die Soße habe ich weißes Bohnenmehl. Man kann zum Beispiel auch Kichererbsenmehl verwenden. Sojajoghurt, Hefeflocken, Knoblauch, Kalanamak, Natron, dann wird es ein bisschen schaumig, Gemüsebrühe, Pfeffer und Salz und eine Prise Kurkuma für die Farbe vermixt. Und dann habe ich gleichzeitig in einer Pfanne Lauch und Naturtofu angebraten. Man kann ja auch zum Beispiel Räuchertofu nehmen. Ich habe Naturtofu genommen, ein bisschen in Sesamöl angebraten mit dem Lauch und dann etwas Rauchsalz dazu gegeben, ein bisschen Sojasauce. Dann habe ich das alles, also die Creme eben gemixt und das alles auf die Quiche gegeben. Und dann habe ich das so, glaube ich, für 40 Minuten gebacken. Ich glaube, ein bisschen weniger. Für 30 Minuten ungefähr gebacken. Und ich hatte noch so ein bisschen was von der Creme übrig. Dann habe ich das einfach mit dem Gemüse zusammen in so kleine Muffinförmchen gegeben. Und das wurde super lecker auch. Das schmeckt wie Frittata. Kennt ihr Frittata? Das ist ja so ein Eigericht. Manche machen es mit Kartoffeln, manche auch nicht. Aber auf jeden Fall ist Ei drin. Und genau, dann habe ich das so einfach das Gemüse rein, Soße drauf und am Rest nur Soße, weil dann war das Gemüse leer. Nur Soße in die, also nur die Füllung in Muffinförmchen und gebacken. Und das schmeckt echt richtig lecker. Das könnt ihr auch einfach so machen dann, falls ihr keinen Bock habt auf diesen Boden und diesen ganzen anderen Aufwand. Dann ist es echt ein easy, schnelles Gericht. Das gab es zum Mittagessen mit Salat, mit Sauerkraut, mit Kimchi. Dann hatte ich noch einen kleinen Kimchi-Shot. Ich liebe die ja von Suhr, S-U-U-R. Aber die haben sie jetzt auf ein Sortiment genommen. Ich glaube, die haben mir alle restlichen geschickt, weil ich glaube, den meisten Leuten sind die einfach zu heavy und zu streng. Und deswegen haben sie mir die alle geschickt, weil sie wissen, dass ich die liebe. Ich bin so dankbar, aber ich brauche dafür keine Werbung machen, gibt es nicht mehr zu kaufen. Aber ich wollte trotzdem mal sagen, in manchen Restaurants kann man das bestellen. In sehr noblen Restaurants. Hatte ich letztens in Paris. War krass, war so lecker. Auf jeden Fall ging es dann weiter. Als Snack irgendwann mittags hatte ich einen Kefir und einen Cookie vom Vortag. Und zwar war das ein Cookie mit Bohnen und mit Erdnussmehl und Erdnussmus. Ich habe mich hier komplett an diesen beiden Sachen überessen. Aber das war ein Rezepttest, deswegen habe ich es damit gemacht. Aber eigentlich würde ich es lieber mit Mandelmehl und Mandelmus machen. Dann habe ich noch ein paar Kakaosplitter rein und Yacon-Sirup. Das würde ich nicht empfehlen. Ich würde das nächste Mal mit Ahornsirup machen. Es war aber richtig, also es war sehr lecker, aber ich würde halt eine andere Süße nehmen. Genau, das war der Snack. Und dann ging es auch schon, dann zwischendurch habe ich gearbeitet. Ich war beim Yoga. Abends bin ich zu einem Event gegangen, und zwar von Friday for Future von Luisa Neubauer. Es ging um den Klimastreik. Essen gab es dann auch dort. Und ja, ich zeige euch hier mal so ein bisschen Eindrücke. Von jemandem, der sehr viele Ressourcen hat gegenüber, sagen, der Ukraine, aber auch eine Anfeindung an alle anderen Länder, die keine Ressourcen oder wenig Ressourcen haben. Und viele Journalisten, viele Denkerinnen und Denker fangen auch an, das jetzt schon auch als eine Art Ressourcenkrieg oder einen sogenannten auch Klimakrieg zu deklarieren, wo es viele Dimensionen gibt, aber eine Dimension davon ist, jemand mit vielen Ressourcen kann es sich leisten, andere anzugreifen, die weniger haben. Medizinische Mittel, biologische Mittel verlieren, die nie mehr nachzuholen sein werden.
Das heißt, wir müssen darüber sprechen. War auf jeden Fall sehr spannend, das Event. Es war auch nochmal schön, Luisa Neubauer kenne ich schon von anderen Events. Aber es war auch nochmal schön, andere neue Gesichter zu treffen. Mareike war dabei, kenne ich natürlich auch, Lexi. Viele meiner Freunde, Freundinnen, eigentlich nur Freundinnen, ja. Die anderen kann ich doch nicht. Ja, da waren auch Schauspielerinnen da, Stefanie Giesinger. War eine richtig schöne Runde. Wir haben auch einiges nochmal gelernt, auch von über die Ukraine und wie das Ganze ist, wie die Kriegssituation ist, wie es für die Ukraine ist. Das ist wieder eine super emotionale Geschichte dort dann immer, das dann live in Kontakt zu kommen, live zu sehen. Ich bin nämlich sonst nicht so viel in Berührung. Ich habe noch nicht so viele Flüchtlinge um mich rum. Und das ist dann immer ganz schön, da das dann nochmal ein bisschen näher mitzubekommen. Aber das Ganze wird jetzt hier auch nicht politisch werden. Dort gab es auf jeden Fall Falafeln. Das war so lecker. Alles war vegan. Es gab richtig viele vegane Snacks, Schokolade, Chips und weiß ich gar nicht. Ich habe nur Schokolade gegessen. Dann auf jeden Fall zum Abendessen gab es diese Falafeln. Dann gab es Gemüse. Dann gab es Hummus. Dann gab es so eine Linsenpaste. Es gab Salat. Es gab Pita. Von dem habe ich auch nicht so viel gegessen, weil es so viele geile andere Sachen gab. Und Pita ist eines der wenigen Brote, die ich echt ganz gerne mag. Aber nur, wenn sie warm sind. Kartoffeln, da habe ich mir dann so zwei Teller zusammengestellt. Das war so gut. Ja. Und als Nachtisch gab es einen Nukao-Riegel. Ich bin gar nicht so krass der Schoki-Fan, aber den finde ich echt lecker. Und zwar den Almond Sea Salt. Der schmeckt echt richtig, richtig gut. Den kann ich empfehlen. Falls ihr die kennt, kommentiert gerne mal eure Lieblingssorte. So sah mein What I Eat in a Day aus. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es steht ja immer noch What I Drink in a Day aus. Es steht noch so viel aus. Ah, ich freue mich drauf. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich schicke euch ganz viel Liebe. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Natürlich habe ich meine Supplements vergessen. Ganz klar. Ich habe auch meine Supplements genommen. Und ich habe auch meine Heißgetränke noch gehabt. Ohne Supplements, ja. Das ist bei mir super wichtig. Ich habe ja auch so einen starken Eisenmangel. Da muss ich mal drauf anders eingehen. Aber das ist natürlich auch ein ganz großes Thema mit der Periode dann. Aber das ist jetzt sprengt den Rahmen. Habt euch lieb. Und wir sehen uns zu einem nächsten Video. Bye, bye.